Also Sascha Hehn ist natürlich im Bewusstsein aller Fernsehzuschauer bis heute fest verankert, glaube ich. Ich denke, er ist einer unserer größten Stars. Alle haben für Sascha Hehn geschwärmt, also die ältere Generation. Mit den blonden Haaren und so, und wenn er dann so guckt, ne, da kann man gar nicht anders. Ne? Meine beiden Großmütter, die fanden ihn ganz goldig. Ja, Sascha Hehn ist natürlich bekannt durch das Traumschiff und die Schwarzwaldklinik. Wer kennt ihn nicht? Ich habe eine große Bewunderung für ihn und seine Arbeit. Das denke ich schon, dass unser Publikum Sascha Hehn vermisst hat. Naja, Comeback kann man jetzt nicht so sagen, weil das würde ja bedeuten, er wäre jetzt ganz weg vom Fenster gewesen. Und also das war er ja natürlich nicht. Abwesenheit? Was meinen Sie damit? Es gab eine Phase der Abwesenheit. Ich weiß nicht, was Sie für ein Programm gucken. Ich bin immer zu sehen im Fernsehen. Meistens laufen Wiederholungen. Ja, ich denke, Sascha Hehn war, wie jeder Mensch irgendwann an diesen Punkt in seinem Leben kommt, auf der Suche nach sich selber. Es ist wunderbar, eine kleine künstlerische Pause. Ich glaube wirklich, dass er abgebrannt war. Also von Sascha lernen kann man auf jeden Fall, dass man nie aufgeben sollte, auch wenn man in finanziellen Schwierigkeiten ist. Ja, aber andererseits kann ich mir das auch nicht vorstellen. Er hat ja nicht schlecht verdient bei der Schwarzwaldklinik. Ja. Stimmt.